Sind wir letztens tatsächlich elendig verreckt und sind jetzt am Medi-Center auf Tromund Kaas am vollendeten Koloss und müssen uns nochmal, ja, daran wagen, die dunklen. Die sind eigentlich gar nicht dunkel. Was erzähle ich denn hier? Nicht die dunklen. Warte mal, ein allgemeines Medi-Pack ist schon mal super. Das haben wir jetzt hoffentlich. Das haben wir jetzt. Das ist gut. Ab Stufe 12. Ah, toll. Stärke ist auch immer gut. Und ja, gewöhnliches Medipack, das nehmen wir ab Stufe 8, das ist doch schon mal supi, tupi, futi. Wo war ich stehen geblieben? Genau, wir müssen jetzt die Sklaven umbringen, die für mich ja böse sind, weil ich bin ja einer der Guten von meiner Seite her. Und dass die uns umgebracht haben, das lassen wir uns nicht bieten. Du blöde Sau! Bonus-Quest, die läuft ja auch noch. Glatt vergessen. Ja, die Fetti steht da hinten rum und, ja. Aber die hat mal eine Granate geschmissen. Das ist mal was Nettes. Ja, looten wir. Oh, eine Auszeichnung. Ruckler-Insel, Ruckler. Oh, ein Anführer. Der dürfte ordentlich. Oh Mann, nein, ich habe schon wieder vergessen, auf meine Energie zu achten. Mist, Mist, Mist. Hey, was nun los? Du wurdest besiegt. Na toll. Ach Mann. Ich bin hier wieder richtig am Ablösen. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen mehr konzentrieren, liebe Freunde der Galaxis. Ja, also. Nicht hier ausflippen. Jetzt habe ich echt die Faxen, die blöde Sau hier. Den machen wir jetzt fertig, das sage ich euch. So, ne, dass er sich mit uns angelegt hat gerade, das wird ihm jetzt teuer zu stehen kommen. Bei dem wird überhaupt nichts mehr stehen. Ja, hallo, gibst du mal. Oh ja, Bett, steh ruhig daneben. Danke für die Hilfe, junge Dame. Mann. Wenn wir mal wieder in der Stadt sind, gehen wir mal in der Kantine ein Schlürfen, ne? Hab ich mal beschlossen. Mal ein bisschen so die Star Wars Atmosphäre genießen. Jetzt laden wir erstmal unsere Energie auf. Hass kanalisieren. Und fertig kanalisiert. Ja, komm. Jetzt haben wir gleich 10 Leute gleichzeitig angegriffen, was ich schon machen wollte. Aber das sind ja nur Hilfsarbeiter. Diese Ruckler gehen mir echt auf die 12. Also ich kann ja echt am besten, wenn ich erklären, woran das liegt. Obwohl doch, ich habe eine Idee. Da muss ich später mal nachgucken. Ich weiß, glaube ich, woran das liegen könnte. Das hatte ich ja vorher nicht und seit ich die Einstellung an der Grafikkarte geändert habe, habe ich das Problem. Okay, dann widme ich mich mal später mit den Einstellungen. Das nervt nämlich tierisch, Leute, also. So, Steinmetz. Metz das Stein. Den Stein, nicht das Stein. Klatsch, Pumping. Finde ich blöd, dass die nicht immer von sich aus angreift und nur zu dem nicht dazuguckt. Na gut, wir müssen jetzt mal weiter unsere Quest hier erledigen. Und zwar müssen wir noch ein paar Meter laufen und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Und müssen ordentlich mal unsere Energie aufladen. So, Dalle, das reicht. Der lädt ja unterwegs noch weiter auf. Oh Mann, diese Ruckler sind echt nervig, ey. Das ärgert mich hier gerade tierisch wieder. Was ist denn los mit meinem PC? Ich werde mir dankbar, wenn die... Ach, der lebt ja immer noch. Jetzt wollte ich aber schon sagen. So, die kümmert sich jetzt endlich mal um den anderen Banausen. Ihr nehmt das. Gute Nacht, du. Alter Schweinehund. Ich achte jetzt mal gezielt auf meine Energie. Oh, unsere Rüstung. Oh. 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 Oh.
das ist nicht gut, das ist nicht gut. Mal sehen, ob ich das kurz ersetzen kann. Was ist denn hier im Eimer? Die Hose zum Beispiel. Ah ne, komm, die müssen wir rausnehmen. Dann müssen wir eine andere anziehen. Ach, jetzt habe ich die Schuhe gewechselt. Ich Idiot. Obwohl die sind. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier vergleichen. Ne, die Schuhe sind ja schlechter. Jetzt habe ich keine Ersatzhose dabei, ne? Man sollte immer eine Ersatzhose dabei haben. Ach nee, das ist überhaupt nicht gut jetzt hier. Das ist mehr als nicht gut. Hier müssen wir die halt weiternehmen. Ich habe ja sonst keine Alternative jetzt hier. Das ist nicht so gut. Das ist, ne? Okay, der ist jetzt auch noch kaputt. Das ist herrlich. Ja, was machen wir denn jetzt am besten? Ich kann jetzt nicht ohne Hose hier rumlaufen. Ich fühle mich so nackig. Nur mit einer Buchse durch die Gegend zu rennen. Ja, geht ja jetzt nicht anders, ne? Also, da müssen wir jetzt durch. Ach, das ist natürlich jetzt richtig kacke. Hier ist auch nirgendwo. Ne? Ja, was wollte ich denn sagen? Wie sieht es mit unserem Laserschwert aus? Ja, die Jacke können wir auch vergessen und die Handschuhe sind auch im Eimer. Da müssen wir gleich erstmal eine Shoppingtour bei H&M machen. Ach ja, das kann jetzt was werden. Jetzt machen wir noch die Hilfsarbeiter im Tier tot. Tot machen wir die. Bett, guck mal wieder zu. Okay, jetzt auch wenn ich die Quest, den Skill auswähle, macht auch nichts, die junge Dame. Jetzt haben wir von dem hier auch noch angegriffen, aber gut, der kümmert sich darum. Energie wieder aufladen. Schon mal das Inventar öffnen für das Medipack. Ich hab doch extra so ein. Da. Ein gewöhnliches Medipack. Okay. So, dann müssen wir jetzt mal kurz nachgucken, wo sind denn hier die. Wo sind denn. Eine Ingenieurin. Boah, die sind aber echt stark hier. Oh, ein Anführer. Okay, der wird uns wieder in die Schranken weisen. Ich würde es ja mal begrüßen, wenn die Wette mal helfen würde. Anstatt so blöd davon zu stehen. Okay, 2 von 3 haben wir schon mal. Dann sammeln wir das hier glatt nochmal auf. Und das sammeln wir auch auf. Und dann haben wir das schon mal. Jetzt sind wir ein bisschen stärker, wenn wir uns das hier reinpfeifen. Laden noch unsere Energie schnell auf und dann geht's zum nächsten Anführer. Wir müssen drei. Oh, 2 von 3 haben wir schon. Das ist ja herrlich. Gott sei Dank. Müssen wir mal kurz gucken. Ne, das sind Hilfsarbeiter. Die lassen wir mal lieber in Ruhe. Die sind nämlich unnötig. Die brauchen wir nicht. Dann gehen wir mal kurz hier hoch. Die Treppen hoch. Die Treppen, Treppen. Wie der Bruce Nettle das sagen würde. Nee. Nö, nö, nö. Nee, auch nee. Auch nee. Das sind nur Nees. Nee, nee, das sind mir zu viele. Na komm, dann hilft ja alles nichts. Besser als blöd. Oh, Mist, jetzt bin ich genau in so ein Lager reingerannt. Oh, hier fackelt einfach alles. Gut, die Wette kümmert sich mal um. Mach ich noch die Ingenieurin kaputt? Oh Gott, die aber. Gott sei Dank. Heidewitzka. Ja, da hast du recht, junge Dame. Du geiles Twi'lek-Stück, du. Jetzt aber mal wieder Butter bei den Fischen. Oh, da lieber nicht hin. Oh, Energie. Ja, Leute, ich weiß, ich spiele ein bisschen noobig, aber ich muss echt mal ein bisschen hier. Jetzt haben wir gar keinen Anführer mehr hier, oder was? Wir müssen doch die Quest absolvieren. Ich bin auch, glaube ich, viel zu weit weg schon. Ich gehe mal wieder zurück. Nee, da ist auch nix. Nix da, nix da. Tutti frutti. Kümmern wir uns nochmal. Die sind auch noch tot. Ach, schade. Hilft ja alles nix. Nehmen wir die Erfahrungspunkte auch noch mit. Ja, Hilfsarbeiter der Rebellischen. Du Hilfsarbeiter, du. Jetzt hilfst du niemandem mehr, außer dir selber. Und du auch nicht mehr. Dankeschön für die Credits. Jetzt gucken wir nochmal. Nix da. Dann müssen wir nochmal hochgehen und uns mal da. Oder wir gehen mal hier hoch. Ne, das ist glaube ich zu weit weg. Wir gehen doch hier hoch.
Ja, ich brauche Gegner, Freunde. Ich brauche Gegner. Ich muss die Quest erledigen hier, sonst habe ich ja Problem. Oh ne, der Koordinator, den lasse ich lieber in Ruhe. Der haut mir an über die Rübe, dann bin ich weg. Die sind mir doch ein bisschen zu stark. Da, hier, da, da. Ne, Freunde, da. Habt da gesehen, ne? Der wird. Hallo? Also. Ja, warum schießt sie denn nicht? Ist sie bescheuert? Man soll die Frauen ja nicht nur arbeiten lassen, ne? Man kann sich auch mal darum kümmern. Ja, ich bin doch schon dabei, junge Frau. Oh Gott. Puh. Ach ja, wir haben ja noch eine Nebenquest am Laufen. Die muss ich ja auch noch absolvieren. Wir müssen den Stecker ziehen. Ne, das ist ja die andere Quest. Wir müssen ja hierhin mit dem Sergeant Slarin reden, der die ganzen Sklaven da vergiften möchte. Die armen Schweine. Können wir einfach hier runterjumpen? Bin jetzt so faul. Juhu! Auch wenn es mich jetzt 1% Energie gekostet hat und das hier ist auch nicht gut, aber. Naja, machen wir das noch schnell hier. Erleiden wir den Sklaven noch von seinem Leid und dann. Oder er wird uns erleiden, so wie es aussieht. Scheiße. Die Wette ist irgendwo jetzt hängen geblieben. Na egal, mir soll es recht sein, dann brauchen wir nicht so weit laufen. So, dann sind wir direkt am Lager jetzt. Dann. Ach, das ist ja schon viel besser. So. Lalala. Ah, ihr seid wieder da. Das lässt mich vermuten, dass heute viele Sklavenanführer gestorben sind. In der Tat. Sie werden Lord Baras nicht mehr belästigen. Ich erschaudere bei dem Gedanken an ihr Schicksal. Ich muss schon sagen, es ist sehr inspirierend, euch bei der Arbeit zu beobachten. Zweifellos. Da bin ich mir sicher. Ich werde Lord Baras informieren, dass die Lage unter Kontrolle ist. So, das hätten wir schon mal erledigt. Und mal kurz nachgucken, was wir hier können. Wir können Sanitätsruide. Dann gehen wir mal hier lang, weil wir müssen ja noch. Oh ne, das ist aber ein weiter Weg, ne, Freunde? Also, da müssen wir schon ein paar Meterchen laufen. Aber was tut man denn nicht alles für den dunklen Lord Baras? Wir müssen zum Baras so und so zurück. Zum Baras, ne? Der Baras mit TH. Baras. Oh, da verkauft einer einen schweren Militärgürtel. Überragend. Ja, ich wette, der will so viel Credits dafür, wie wir ihn erst in 5 Jahren haben. Naja. Man kann ja nicht alles haben, ne, Kinas? Da lang. Spähposten! Ja, Junge, was guckst du denn? Um die Piraten! Ach ja, die Wetti, ne? Die ist, ja. Also, ich weiß jetzt nicht, auf wen ich mich zuerst konzentrieren soll, ganz ehrlich. Aber ist lustig, dass mir 7 Leute angreifen oder 6 und keiner zieht mir wirklich Energie ab. Ja, looten wir den noch hier schnell. Ja, kommt, ihr macht das mal hier. Schießt ruhig mal ein bisschen auf mich, ich hab ja Zeit und. Also, Freundchen. Du hast zum letzten Mal gespäht, du Spähposten. Und noch ein. Er hat sich schon gar nicht mehr gewehrt, habt ihr gesehen? Wenn wir die Gelegenheit haben. Ja. So. Jetzt müssen wir nur noch mit den Typen da sprechen und dann geht's auch schon weiter. Eigentlich habe ich da jetzt gar keinen Bock drauf, aber. Was macht man denn nicht alles für das Imperium, nicht wahr? Boom, boom. Das war jetzt nicht so clever. Schade, ich habe wieder nicht auf meine Energie geachtet. Der Mafuyu ist so ein Noob. Der noobt hier rum. Okay, hier wieder beleben und dann das gleiche nochmal. So, da sind wir wieder. Laden wir mal kurz unsere Energie auf.
Und dann klatschen wir den Wachposten auch noch um. Aber der ist aber ein bisschen stärker, also. Ich wäre der Wett mal wirklich dankbar, wenn sie mir ein bisschen helfen würde. Aber ich glaube, die ist nicht hilfsbereit. Haben wir die einfach zu viel gequält? Mit dem Halsband da? Nee, nee, nee. So. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Da müssen wir hin. Wenn ich Lord Rawls Geschmack richtig einschätze, und leider kann ich das, schickt er euch wegen des Quelltoxins. Das ist richtig. Ich helfe ihm bei der Niederschlagung des Sklavenaufstands. Versteht ihr denn wirklich, worum er euch gebeten hat? Was wäre, wenn ich euch erzählte, dass dieser Versuch sinnlos ist? Untersuchungen haben gezeigt, dass sich größeres Leiden nicht darauf auswirkt, wie schnell ein Opfer aufgibt. Das hat alles nichts damit zu tun, den Aufstand schnell zu beenden. Lord Rawl ergötzt sich einfach nur an dem sinnlosen Leid. Weiß er, wie ihr darüber denkt? Lord Rawl würde es sicher nicht gefallen, das zu hören. Versteht mich nicht falsch. Lord Rawl ist sehr gut auf seinem Gebiet. Doch er stellt seine persönlichen Neigungen über unsere Effektivität. Ich will, dass dieser Auftrag ein Ende hat. Je schneller der Aufstand beendet ist, desto früher kann ich mich wichtigerer Arbeit widmen. Ich habe meine Laufbahn vernachlässigt, indem ich Lord Rawls Mordlust unterstützt habe. Wäre er nicht so ineffektiv, ich wäre längst schon Captain. Captain von nichts. Ihr werdet immer noch eine unbedeutende Drohne des Imperiums. Das mag sein. Aber eine besser bezahlte Drohne mit mehr Verantwortung. Lord Rawls Dosierung des Quelltoxins führt dazu, dass die Sklaven wochenlang sinnlos leiden müssen. Und so